Hallo und herzlich willkommen. Abend. Guten Abend. Das ist doch einmal eine Begrüßung, wenn du auf den Platz kommst und die Kinder machen St. Martin. Auch wenn sie nicht viel gesungen haben, sondern die Musik vom Band kam. Wir haben früher noch gesungen, ne? Ja, aber heutzutage, ein paar haben mitgesungen, wenigstens. Aber die meisten haben nur zugehört. Aber egal, aber ein Haufen, ne? Verrückt. So, jetzt wollt ihr natürlich wissen, wo wir sind. Wir sehen, Schatzi. In Bad Salzungen. Genau, da treffen wir uns mit ein paar Freunden, ne? Und machen uns ein paar schöne Tage. Aber als allererstes müssen wir uns einmal anmelden. Und das machen wir in der Therme, gell? Ja, weil es ist jetzt schon, normalerweise kann man sich ja direkt hier am Platz anmelden, aber nur bis 17 Uhr und es ist jetzt schon gleich 18 Uhr und dann gucken wir mal, ob in der Therme jemand an der Kasse ist. Das stimmt. Und wir sind die Vorhut. Die anderen kommen dann morgen und übermorgen. Und wir chillen schon weg. Nein. So, wir gehen jetzt anmelden. Ne? Und solange wir beim Anmelden sind, könnt ihr mal. Ihr wisst schon, ne? Kanal abonnieren und so. Also, bis dann später. Das, was ihr da gerade seht, ist das Gradierwerk von Bad Salzungen. Das haben sie alles neu hergerichtet. Ist jetzt erst seit ein paar Monaten wieder offen. Sieht echt gut aus. So, jetzt haben wir uns angemeldet. Jetzt gehen wir wieder zum Wohnmobil zurück und machen uns eine Tortellini-Panna. Das ist so ein Standard-Ankommen-Essen, gell, Wenn es Schatzi? schon zu spät für einen Kaffee ist, ne? Das stimmt. Weil normal gibt es immer einen Ankommen-Kaffee. Ja, genau. Und heute gibt es ein Ankommen Tortellini Panna. So, also, wo muss man gehen? Ach Ich ja, denke so quer durch, da, oder? wir gehen über den Parkplatz. Und morgen früh gibt es natürlich dann wieder frische Brötchen. Also, dann bis morgen. Hallo nochmal. Immer noch in Bad Salzungen. Und jetzt gucken wir uns mal diesen Burgsee an. Und gehen mit der Runde da mal spazieren und laufen mal schön außenrum. Jetzt haben wir unsere Mittagsrunde beendet. Jetzt laufe ich mal eine Runde um den Platz und ich gebe euch mal einen Schwenk. Vorstellen muss ich den ja euch nicht. Den habe ich ja euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Schwenk her, aber
Ja, alles da, was man braucht. Er kriegt trotzdem mal einen kleinen Schwenk. Also wenn ihr euch fragt, warum wir so komisch aussehen, heute ist zwar Fasching, aber schaut sie, wo gehen wir hin? Ins Gradierwerk, Sohle ja, schnuppern. Sohle schnuppern, Salzwasser und deswegen zum Schutz vor der Kleidung. Also los geht's. Jetzt gehen wir mal rein. Das riecht schon ganz salzig. Für alles dabei. Jetzt gehen wir durch den Regen, oder wie? Wir fangen jetzt erstmal hier an. Also gut. So, wasserdicht machen. Und jetzt geht's los. Durch die salzige Gegend. Wir hatten noch den Nebel da rein gemacht. Hilfe! Boah, da riecht es salzig. Boah. Was gibt's da jetzt? Rauchinhalation. Okay, cool. Also gut. Dann. Also wenn ihr euch fragt, na, warum das Gradierwerk heißt, das kommt daher, das Wasser, das da oben von der, an diesem Gewächszeug darunter läuft, dadurch wird der Grad, der Salzgrad erhöht, darum heißt es Gradierwerk, weil der Grad des Salzanteils im Wasser erhöht wird. Wie das genau funktioniert, keine Ahnung, aber es funktioniert. So, jetzt gehen wir weiter. So Leute, das war's wieder für das Video. Einen letzten Spaziergang haben wir gerade gemacht. Jo. Und? Jetzt packen wir zusammen und fahren langsam heim, ne? Ja, das heißt wieder, das war's für das Video. Wie immer bleibt noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Macht's gut, eure Womo-Junkies. Tschüss. Tschüss.